Und ich denn gleich hier. Wo bist denn du gespawnt? Ich bin im LPT-Welt. Ja, na, du sollst doch auch spawnen, oder nicht? Ja, aber doch nicht. Aber ich bin im nicht LPT. Ich bin hier in einer anderen Welt. Ach so, na, weil da wahrscheinlich als letztes dein Bett spawnen in der anderen Welt war. Nee, ich war bis jetzt nicht woanders on. Was bei unserem letzten Let's Play, ja gut, ich versuche einfach mal zu schlafen. Na komm schon, Steinchen, brenne doch mal. Weißt du was? Ich glaube, ich gehe da mal noch ein bisschen nach gucken, ob wir noch irgendwas an schönen Rohstoffen finden. Schlafen nicht im Bett. Okay, geht doch. Wie bitte? Er wollte mich gerade nicht schlafen gehen lassen, sondern dann kam diese Meldung, ja, hier ist Bett als Spawn gesetzt. Yay. Ja. Na, Ich warum geht? wollte mich ins Bett legen und nicht als Spawn setzen. Ja, naja. Ja. So, warte mal. Na, So, aber das. 61. Aber das ist es ja im Prinzip, dass der Bett dann als Spawnpunkt gesetzt wird. Ich höre hier doch Slimes. Wo sind sie denn? Da. Ich höre dich doch, du Moppel. Du fetter Moppel. So, und jetzt habe ich mich verlaufen. Nee, nee, Oh. Spaß. Noch weiß ich, wo ich bin. Und hier waren wir ja schon mal. Ach, du baust hier gerade Schaltungen? Nein, ja. Ach so, da habe ich Ah, gerade. schon. Okay, ich spawne allgemein in der LPT-Welt, hier in der Eine Welt für dich. Community Map? Okay. Ja. Komisch. Kannst du mal kurz zu mir kommen? Bin ich Ach doch. so, bist du? Wie kommst du denn hier hoch? Ach so, ja, okay. Doofe Frage. Und zwar, kommst du mit? Ja, ich wollte eigentlich meine Dings hier, das Loch bauen, das Ja, dauert ewig. komm mal kurz, nicht weit. Den Geheimgang, oder was? Oh. Weißt du, von wem das ist? Ist Nee, es von warte. dir? Nö. Wo denn das hin? Ach, das wird wahrscheinlich für diese Trichter sein. Aber wir haben was für Trichter. Ach nee, das. Ah, Ach, okay, das das. ist. Okay, gut. Das Bewässerungssystem. Okay. Beziehungsweise das Erntesystem. Alles klar. Gut, das hatte damals DJ Drifter gemacht, deswegen weiß ich das schon nicht mehr. Okay. Gut zu wissen. Okay. Kannst weiterbauen. Ich dachte, das gehört zu deinem Fahrstuhl. Nee, nee. Aber wir könnten, das könnte langsam mal wachsen, unser Fell, also hier das Feld. Ich meine, wir sind ja jetzt wirklich in dem Chunk. Oh, Ist nicht bist du gewachsen? mal fertig mit Brennen, echt. So, ach, ich werfe hier erstmal was in den Mülleimer. Redstone. Und Flint finde ich auch so total unnütz. Blind, für was braucht man das Zeug eigentlich? Feuerzeug. Ach Mann, warum wieder viel Feuerzeuge? Ja, und zumal das hier sowieso ausgeschaltet ist. Also das würde sich auch nicht ausbreiten und so weiter. Ach so, okay. Na gut, ich kann ja schon mal mit den vorhandenen machen. Also, du sagst unten Redstone, Stone, dann Mitte eine Fackel, links und rechts normales Redstone. Genau. Nee, in der Mitte, nur in der Mitte normales Redstone, ne? Achso, und dann Fackeln links und rechts Fackeln. Ja, Repeater. So, dann gehe ich erstmal mit denen, die ich schon hab, gehe ich nach oben. Oh, ich höre wieder Slimes.
Stimmt, ich wollte mich ja immer mal gucken. Ich wollte Ja, mich. Wolltest du die Wollte ja gucken, aktivieren? ob ich die ausschalten kann. Also nur für eine bestimmte Welt. Ich glaube, das war auch gar nicht so schwierig. Aber ich müsste mir einfach nochmal die ganzen Konfigurationsdateien durchgucken. Und ich habe heute mal geguckt. Wahrscheinlich interessiert das eh nur die also die ein bisschen was mit Informatik zu tun haben. Aber ich habe heute mal den gesamten Minecraft-Server in einen anderen, komplett anderen Speicherbereich zugewiesen und mal gucken, ob das dadurch vielleicht sogar ein bisschen flüssiger läuft. Ach so, okay. Werden wir schauen, wie sich das nach ein paar Tagen verhält. Neue andere Performance, ja. Genau. Na, und ich habe jetzt auch die Nachricht gekriegt, dass mein Server, der ist ja der Server insgesamt, die Hardware sozusagen, die ist bei 1 und 1 gemietet, der Server, und da habe ich jetzt eine Nachricht bekommen, dass die im Prinzip ihr gesamtes Rechenzentrum umziehen. Okay, das heißt für dich. Das heißt, werde ich dann aber nochmal eine Meldung rausgeben, dass der Server am 23.10. in der Zeit von 23 Uhr bis, das müsste ich nochmal in die E-Mail gucken, ich glaube, es war was mit 4 Uhr, nicht erreichbar ist. Okay, das ist eine Zeit, wo eigentlich sowieso kaum ein normaler Mensch wach ist. Ja, aber. Ja, sie haben geschrieben, der Umzug wird in der Zeit stattfinden, maximal von, aber er wird maximal nur von, also dass er nur für maximal 4 Stunden nicht erreichbar ist, Okay. sein wird. Aber weißt du, was ich mich frage? Ja, was denn? Eigentlich müsste doch dann mal noch im Prinzip eine Anfrage kommen, dass sie sagen, hier fahren Sie bitte Ihren Server runter. Weil Meinst du? wie wollen Sie den sonst, ja klar, die kommen ja so nicht ran. Ich meine, wenn ich noch Standardpasswörter und so alles hätte, nee, aber es war ja das Erste, was ich gemacht habe, als sie mir den freigeschaltet haben, Passwörter geändert. Na gut, ich meine, die haben immer noch die Steckdose, Ja, ne? aber da machen sich ja ihre eigene Hardware kaputt. Na gut, und Kundendaten, ne, könnten verloren gehen. Genau, oder sie machen es so, dass Dass die die den. Master oder die haben Masterpasswort. Das wäre die eine Sache, dass sie sich trotzdem in. Nee, was heißt Masterpasswort? Können sie nicht, weil ich ja diese Zugänge alle blockiert habe. Die können nur. Es kann nur ich von meinem Rechner aus. Hab Zugriff auf den Server, von woanders nicht. Es geht als das Tech habe ich so eingerichtet, dass es technisch nicht möglich ist. Aber vielleicht werden sie es ja so machen, dass dass die Server dann an eine USV oder einen Dieselgenerator, wenn die verfrachten, hängen und dann, dass der wirklich immer Mit Strom versorgt ist. mit Strom versorgt ist, halt bloß für die Zeit des Umzugs vom Netz getrennt ist. So, ich brauche. Bist du mal noch so lieb und suchst mir Rezepte für Pistons raus? Pistons, das war auch nicht so schwer. Das war, glaube ich, auch nur Gestein und in der Mitte dann halt so ein Redstone. Oder unten, weißt du, keine richtige. Ah, kein Ofen oder so, ne? Sondern mit Dingsbums dann bestückt. Was ich meine? Nein. Nee, nicht wirklich. Ich hab's gerade wie bei einem Ofen probiert und Und in der unten dann halt Mitte dann Redstone. in Redstone hat er nicht gemacht. Okay, warte, ich gucke nach. Ich glaube, für einen Pisten braucht man auch Holz mit. Mann, dass man immer die Rezepte nicht weiß. Nee, so dann auch nicht. So vielleicht. Nee, auch nicht. Manno!
Hast du? Jetzt fang nicht mehr auf den Sack zu gehen. Hast du? Einfach schwimmen. Kam mir gerade so in den Sinn. Die mir schon von Anfang an folgen, die wissen, dass ich da immer mal so ein bisschen Blödsinn mache. Oder einfach irgendwas in den Kopf kommt und, naja, das Ganze dann halt sinnlos wird. Oh, wo ist denn das fucking Ding? Püste! Ah, was wird denn das? Nein. Da ist bestimmt Holz dabei, oder? Ich hab Holz dabei, ja. Nee, das Ding aus Holz, weil man kann ja gucken, was man aus Holz alles machen kann. Also ich glaube, am Pisten ist Holz mit dabei. Nee, warte. Ich glaube, so war das. Nee. So auch nicht. Nee, Holz ist nicht dabei. Nicht? Nee. Guck ich mal unter Gestein. Gib doch einfach, wo guckst denn du? Nee, gib doch einfach bei der Minecraft WG Pisten ein. Nein, Mann, das ist viel zu schwierig. Warum ist das viel zu schwierig? Ich das sage. Warte, ich hab's gleich. Kann ich nur um Stunden handeln. Naja, Aufnahmezeit, die vergeht, auch nicht schlecht. Jetzt mach dir mal darum keine Gedanken. Da! Also. Die links und rechts von unten zwei Cobblestone. Ja? Ja. Dann drüber Holz, dann in der Mitte ein Eisen und darunter ein Redstone. In der Mitte Eisen, drunter Redstone und oben drüber Holz. Ah! I see. Wie viel brauchte ich denn? Scheiße, ich glaube, ich brauchte 6 Pistons. Mach ruhig ein paar mehr. Ich meine, die Ebene, die wir hier überbrücken wollen, das ist, Na, ich brauchte ja nicht für die Ebene, aber du kannst ja. Ich brauchte ja erstmal für mein Feld. Ja. Ja, was mache ich denn? So, yay, und dann machen wir halt mal noch schöne Stickies Pistons draus. Yes, jetzt haben wir. Oh, bin sie mit die Slimebälle ausgegangen? Na sowas. Also ich glaube, das ist das Einzige, was uns niemals ausgehen wird. Slimebälle. Jetzt wollte ich Sticky Pistons mit Slimebällen kombinieren. Na, riesig. Sehr schlau. Mein Inventar ist ganz schön zugekleistert. Ja, das kann ich. Ich sollte es mal langsam ein bisschen leeren. So, hier kommen noch die Samen rein. Oh, wir können ja hier Brot backen. Dann backe ich mal ein bisschen Brot. Backe, backe Kuchen, der Bäcker hat gerufen. Wer will guten Kuchen backen, der muss haben 7 Sachen. Aber was für genau für 7 Sachen, weiß ich nicht. Für irgendwelche 7 Sachen aus. Clay haben wir gar nicht, hier. Clay haben wir gar nicht, wa? Wie bitte? Clay haben wir gar nicht, ne? Ich glaube nicht. Aber der ist gar nicht weit weg. Ja gut, aber bis ich jetzt gesammelt habe, lass es. Na, soll ich dir mal... Ich habe gerade sowieso ein bisschen die Schnauze voll. Irgendwie vom Feld. Soll ich dir mal ein bisschen Clay holen? Bisschen ja, mach Lehm? Mal. Ja. Warte, dann gehe ich mal ein bisschen Lehm schaufeln. Schaufel. Und ich habe die Diamantschaufel
Dann mache ich das so lange mit Cobblestone einfach. Dann kann ich es nachher immer noch schick machen mit. Na, was willst du machen? Willst du richtig Bricks oder nur Clay haben? Bricks will ich draus machen, deswegen brauchen wir da so einiges. Okay. Also ich denke mal, dass ich den nicht weit weg gesehen habe. Ach so, weißt du, was mir einfällt, warum du in der Community Map landen könntest oder spawnst? Warum? Weil hast du mal einen Homepunkt gesetzt, also mit Set Home? Keine Ahnung. Nee, eigentlich nicht, nee. Nicht, okay. Nicht, dass ich mich erinnern könnte. Ah, hier ist der scheiß Spastel. Slime. Der hier so viel Krach macht. Hab ich dir eigentlich schon dann von meinem Praktikum erzählt? Was ich da... Nicht offiziell. Nicht offiziell. Also viele von euch wissen es ja, die meisten eigentlich wissen es, dass ich ja eine Umschulung zum Fach Informatiker habe und mache. Nicht hab, sondern mache. Ja, hab kann ich ja auch sagen. Und da muss ich ja dann auch ein Praktikum machen, weil es ja eben keine betriebliche Ausbildung ist. Und da habe ich im Prinzip Praktikum in einer Theaterwerkstatt. Das Geile dran ist aber, dass ich im Prinzip wirklich freie Zeiteinteilung habe. Hauptsache, die Projekte werden fertig, Gleitzeit. Ich kann kommen und gehen, wann ich will. Hauptsache, die Arbeit ist getan. Das ist cool. Hm? Deswegen wäre das eigentlich, auch wenn es in Berlin ist, kann ich mir da trotzdem frei nehmen, wann ich will. Also Berlin ist wirklich mit Feiertagen rar gesät. Also da ist weder ein 31. Oktober noch ein 1. November. Die Bayern, die haben, glaube ich, die meisten Feiertage. Echt, ja? Hm. Aber was ich heute eben, hatte ich heute mit der, ich weiß gar nicht, hab ich, wo ich gerade dran überlegen bin, aber ich glaube, diese Person, von der ich jetzt rede, die hatte ich auch noch nie irgendwie mal benannt, werde ich auch nicht machen, aber also es ist jetzt eine komplett andere, die wisst ihr noch gar nicht. Mit der hatte ich mal heute geschrieben bei meinen Eltern unten, Farid. Ich ja, jetzt habe ich einen Namen von dir gesagt, aber ist, glaube ich, nicht schlimm. Ja, erzähl. Ja, die aus sozusagen aus meiner alten Heimat, die Kleine. Weißt du, wen ich meine? Nee. Ach, du meinst auch wie Claudia oder was? Genau. Okay. Aber die. Mit der hatte ich heute geschrieben und hat man uns so ein paar, weil sie ja als Kellnerin arbeitet, dass sie ja auch nur, dass sie kann sie ja wochentags nicht frei machen. Und da habe ich gesagt, gut, besteht im Herbst eh noch eine Woche Urlaub zu.